Abrechnung mit dem Kölner Karneval am 11.11. Warum, weshalb, wieso? Guckt euch das Video an und am Ende kommt mein Fazit. Einen schönen 11.11. aus Köln. Alle, die mich bislang von der Playa kannten, heute bin ich mal in Köln und werde hier mal ein paar Bilder einfangen am 11.11. Karnevalsbeginn in Köln. Ja, jetzt bin ich gerade auf der Deutzer Brücke und dann geht es gleich da runter Richtung Altermarkt, Heumarkt. Großes Programm heute wieder. Ansonsten schönes Wetter heute in Köln. Nicht zu kalt, nicht zu warm, knapp 14 Grad. Sonne scheint. Und dann schauen wir gleich mal, was hier so los ist. So, und bevor wir uns dann gleich ins Getümmel werfen, noch ein paar kleine Informationen. Muss ich aber ablesen, habe ich schon alles im Kopf. Also, das Sessionsmotto 2223 lautet 200 Jahre Kölner Karneval, auf kurz oder quer. Das Sessionsmotto erinnert an die unglaubliche Kraft des Karnevals, auch und gerade in Krisenzeiten, betont Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. Aber was steckt hinter dem Sessionsmotto im Kölner Karneval? Immerhin hat jedes Kölner Sessionsmotto immer eine besondere Bedeutung. Und das dürfte auch für die Jubiläumssaison 2023 in Köln gelten. Dahinter verbirgt sich eine Bedeutung mit historischem Bezug. Und die passt besonders gut zu den Höhen und Tiefen in den 200 Jahren des organisierten Karnevals, erklärt das Festkomitee am Freitagvormittag, 29. April 2022. Doch damit nicht genug. Mit dem Sessionsmotto wird der Kölner Karneval auch wieder politisch, wie das Festkomitee weiter verrät. Denn ob Knecht oder Herr, der Karneval ist für alle offen, baut Brücken und bringt Menschen zusammen. Im Lied von Emil Jülich von 1905 heißt es nämlich, auf kurz oder quer, auf Knecht oder Herr, melance nit und lance nit vom Fasteleer. Wie es also auch kommen mag, die Kölner lassen nicht von ihrem Fastelort. Ja. Das ist das diesjährige Sessionsmotto und damit starten wir jetzt in den Kölner Karneval. Gleich ist 11.11 Uhr, noch ungefähr 20 Minuten und ich mache mich jetzt auf den Weg dahin. Wie ich jetzt gelernt habe, ist der komplette Heumarkt und Altermarkt abgesperrt. Kein Vorbeikommen. Deswegen musste ich jetzt quasi komplett unten am Rhein lang gehen. Bis zum Dom. Weil abgesperrt, ne? Scheinbar nur noch alles auf Konsum ausgelegt. Wie nennt man das Wort nochmal? Mit Konsum, sondern mit K. Kommerz, genau. Ja, man kommt nur noch mit Karte auf den Heumarkt und auf den Altermarkt. Früher war alles offen, also ich war schon ewig, jetzt sind wir hier. Und auf der einen Seite wahrscheinlich ganz gut wegen der Sicherheitsvorkehrungen und alles. Aber man kann ja noch gar nicht da reingucken. Gar nichts. Alles so weit abgesperrt. Ja, Geld regiert die Welt. Ne? Wenn du keine Karte hast, kommst du nicht rein. Da kannst du nur außen rumlaufen. Und kriegst von außen ein bisschen mit. Jetzt sind wir hier am Hintereingang vom Altermarkt. Und ja, also auch hier staudet sich am Eingang. Ein bisschen schmal. Und auch hier kommt man nur mit Karte rein. Ja, die meisten haben wohl keine. Oder die meisten haben wohl eine, aber viele keine, die wissen das gar nicht. Und vom Programm da hinten bekommt man überhaupt nichts mit. Aber wir gehen jetzt noch mal ein bisschen außen rum. Vielleicht kriegen wir von außen noch mal einen Blick. Ansonsten gehen wir Richtung Zülpischer Platz, da ist ja auch Party, obwohl er abgesperrt ist. Ja, gehen wir einmal in die Richtung. Auf jeden Fall riesige Menschenmassen. Und die Zugänge sind noch recht klein bemessen. Heute? Ja.
Immerhin viele Toiletten aufgebaut, Urinale. Und das morgens um 11 Uhr. Weiß ich, früher als ich noch jung war, war da alles ein bisschen entspannter. Hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, hier rumzulaufen, auch unten am Rhein. Alles abgesperrt gewesen. Da, wo man früher am... Ach hey, wir haben wir denn hier? Ja, ich wohne hier. Hey, der Mario. Der Mario, der ist wieder dabei. Also, die habe ich kennengelernt an der Playa. Die habe ich an der Playa kennengelernt. Warte, echt. Super Jungs. Folgt denen mal bei Instagram. Köln-Kalk-Verbot. Ein paar Sticker hier, mein Lieber. Krieg ich auch noch einen. Kriegst du hier. Was ist das denn für Sticker? Ihr kriegt offiziell Köln-Kalk-Verbot von uns, ey. Machen wir einen hier irgendwo drauf. Ja, gerne, Alter. Pass auf, dein Getränk läuft aus. Mama. Kannst du mir aufs Handy kleben? Ja, klar. Willst du Bier oder Spanien? Köln-Kalk-Verbot. Ich komme ja aus Köln-Kalk, wir können sie kein Köln-Kalk-Verbot geben, aber... Bier ist besser, ja. Bier ist besser, ja. Habt ihr Karten für den Altermarkt? Da kommst du nicht drauf, ne? Ich bin jetzt komplett unten, unten komplett rumgerannt. Ja. Ja, da waren Tommy und Mario. Die haben eine schöne Seite bei Instagram, Köln-Kalk-Verbot. Ich komme aus Köln-Kalk. Mir können sie kein Köln-Kalk-Verbot geben. Der Teile, wenn ich. Ja, und wie gesagt, ich muss jetzt hier wieder weiter außen rumrennen. Kai Dorsch kommt da hinten. Und dann schauen wir mal, ne, wo es uns gleich noch weiterhin treibt. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Köln-Kalk! Ja, wir schauen jetzt hier vom Wiener Steffi. Es war nicht der Haltermarkt und der Heumarkt, aber hier ist auch gut was los. Die Stange rustkrecke. Richtung Zülpicher Platz. Da erstmal Richtung Innenstadt und dann Richtung Zülpicher Platz. Komplett auf der anderen Seite. Alles weiträumig abgesperrt. Ja, ohne Karte kommt da keiner hin. Dann gehen wir da auch nicht hin, ne? Wie gesagt, früher konnte man überall hingehen. Kein Problem. Heute Kommerz, Kommerz, Kommerz. Ja, Karneval, ne? 200 Jahre. Jetzt wollen sie nur Geld verdienen. So, ich stehe jetzt hier um 11.45 Uhr am Zülpicher Platz. Auch hier alles komplett abgesperrt. Normalerweise geht man hier rein in die Straße. Aber da gibt es heute keinen Zugang. Das heißt, alle müssen komplett außen rumlaufen. Und dann kann man da irgendwie auf die Zülpicher Straße kommen. Ja, da werden wir gleich mal langlaufen und gucken, wie der Weg dahin ist und was da noch alles abgesperrt ist und ob man dann überhaupt noch draufkommt. Ich glaube, schon überfüllt ist. Ja, jetzt sind wir hier am Barbarossaplatz, nicht weit vom Zülpicher Platz. Eine Haltestelle. Auch hier wieder kein Zugang. Das heißt, wir müssen jetzt hier komplett die ganze Straße weiter lang. Hier ist ausgeschildert.
Na gut, dann gehen wir nochmal hier lang, ne? Jetzt stehen wir hier am Eifelwall Stadtarchiv. Hier irgendwo soll dann der Eingang sein. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Falls wir hier durchkommen. Das ist ja. Hier tummeln sie sich alle. Weiß nicht, ich glaube, das hat nicht mehr viel mit Karneval zu tun. Schön und gut, dass hier auch alles ist, dass da eine geordnete Bahn abläuft, aber ja, das sind ja auch keine geordneten Bahnen hier. Laufen wir mal ein bisschen weiter und mal gucken, was sich dann weiter ergibt. So, wir haben jetzt 12.10 Uhr und ich glaube, ich mache mich so langsam einen Rückweg, weil das hat ja alles keinen Sinn. Also, ne. Das macht doch alles keinen Spaß, ey. Ich meine, die Leute hier sind nicht das Problem, aber man muss erstmal 100 Kilometer laufen, bevor man überhaupt reinkommt in die Zülpicher Straße da. Und ich weiß nicht, alles ein bisschen überkoordiniert, glaube ich. Naja, später mehr dazu. Ja, wie bereits zu Beginn angedeutet, Abrechnung mit dem Kölner Karneval am 11.11. Boah, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin voller Vorfreude heute angereist. Ja, so weit habe ich es ja nicht. Und dachte mir, kann man auch ein bisschen Karneval feiern und ein bisschen filmen. Bisschen Arbeit und Spaß miteinander ja, verbinden, aber dem war leider nicht so. Ja, wie ihr in dem Video gesehen habt, ist alles so reglementiert mittlerweile. Früher, ich bin jetzt bald 40 Jahre alt, sind wir einfach rumgelaufen, hatten unseren Spaß und jetzt der Heumarkt komplett abgesperrt. Du kannst von keiner Ecke die Bühne sehen, du kannst nicht sehen, was auf dem Heumarkt los ist, wenn du kein Ticket hast. Die Straßen, die sind schon so weit vorher abgesperrt, dass du einfach so weit außen rumlaufen musst, nur um mal wieder an eine andere Ecke zu kommen. Also, ja, meiner Meinung nach alles nur Kommerz, Kommerz, Kommerz. Früher war das nicht so, definitiv nicht. Ich war zwar auch jetzt etliche Jahre nicht mehr da und weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, wahrscheinlich auch schon so. Ja, und dann wollte ich auf die Zülpicher Straße gehen. Ich weiß, die wurde abgesperrt, dass man weiter hinten reinkommt. Aber da läuft man ja auch sich ein Wolf. Das sind mindestens, ja, weiß ich nicht, 2 Kilometer oder so, die da die ganze Straße lang geradeaus laufen muss, um irgendwann mal da reinzukommen, weil auch wieder alles außenrum so weit abgesperrt ist. Mag ja alles sinnvoll sein. Wegen Überfüllung und Glasflaschen verboten, alles. Aber meiner Meinung nach hat das nichts mehr mit Karneval zu tun. Das ist noch schlimmer gesichert wie am Flughafen. Und da ist schon schlimm, ne? Teilweise. Vielleicht schlimm, aber es ist zumindest reglementiert. Und nee, für mich ist Karneval jetzt erstmal gestorben. Ich wollte eigentlich über Karneval im Februar nach Köln. Ich werde auch hier sein, aber ich gucke, dass ich einen Flug früher bekomme oder so, dass ich
mir das hier nicht mehr antue und werde dann an der Playa Karneval feiern. Schauen wir mal, ob das flugtechnisch so möglich ist, was die Preise sagen. Weil, ne, also 200 Jahre lang Karneval jetzt, ja, können auch aufhören damit. Also wenn das so weitermacht, dann macht das keinen Spaß mehr. Tschüss.